Ich halte nicht viel von diesen ganzen Lockdown-Ideen etc. Das hat eigentlich einen ganz praktischen Grund, also gesundheitlich mal ganz außen vor. Das hat einen praktischen Grund, und zwar, wenn man alles aufschiebt, wird es dadurch leider nicht besser. Und dadurch, das haben wir ja jetzt auch schon erlebt in den letzten Jahren, muss man ja jetzt schon sagen, fast jetzt schon Jahr 3 der Pandemie, dass wir Dinge aufschieben und dass wir sagen, ja, nee, machen wir nächsten Monat, nee, dann machen wir es nächstes Jahr, nee, dann machen wir es übernächstes Jahr und so weiter und so fort, bringt aber letztendlich nichts, weil sich die Arbeit aufstaut. Und das ist ja genauso wie bei, was weiß ich, wenn ein Student für eine Klausur lernen will und anstatt, dass er jeden Tag ein bisschen lernt oder jede Woche ein bisschen lernt, versucht er alle halbe Jahr, sich auf die große Klausur die Nacht vorher vorzubereiten und muss dann sozusagen 30 Bücher, die er normalerweise gestreckt hätte lesen können, muss er jetzt so lesen. Langer Rede, kurzer Sinn dafür, dass wenn man etwas aufschiebt, es dadurch nicht besser wird. Ganz im Gegenteil, es wird dadurch schlimmer. Das erleben wir jetzt ja gerade überall, auch mit dem Handwerkerstau und all solche Dinge, dass wir die Arbeit einfach nicht mehr gewuppt kriegen und dass viel zu viele Projekte in viel zu kurzer Zeit jetzt irgendwie alle gleichzeitig fertig werden sollen, was technisch gar nicht möglich ist. Und wenn wir das jetzt nochmal und nochmal und nochmal riskieren und in den Dauerlockdown dann gehen, dann wird es letztendlich ja zu einer Implosion führen. Und ich weiß nicht, wer daran irgendwie Interesse haben kann. Das ist ja, das ist letztendlich enorm wichtig. Jeden Tag, das sage ich in letzter Zeit auch immer öfter, eben jeden Tag an den Dingen zu arbeiten und anstatt irgendwie auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu warten.